Herzlich willkommen zu einem großen Orakel hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Malkiel. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du hier eingeschalten hast, dass du mitmachst. Ich hoffe, du kannst in Resonanz gehen, denn es handelt sich hierbei um ein allgemeines Orakel, was nicht für jeden natürlich eine Gültigkeit hat. Und ich freue mich, dass du jetzt dabei bist. So, dann schauen wir uns mal die Themen an. Was sind die grundlegenden oder wichtigen Themen jetzt übers Wochenende hin? So, ganz klar ein Zeichen von ihm. Er zeigt Bereitschaft und er trifft Entscheidungen. Er ist bereit, er trifft Entscheidungen. Das ist das Thema. Das ist doch schon mal wunderbar, da warten ganz viele ja drauf. Und deshalb schauen wir auch gleich mal in ein riesigen, großes Bild hinein. Und da freue ich mich schon mal drauf. So. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Und wir brauchen alle im Moment ein bisschen einen längeren Atem. Und ich hoffe, dass ich euch gute Impulse hier geben kann, die euch motivieren und euch auch gut durch diese Zeit bringen. So. Dann. Upsala. Legen wir mal los. Okay, also erstmal kommen hier wirklich glückhafte, schicksalhafte Entscheidungen. Das Schicksal verstärkt seine Entscheidungskraft im Moment, hier doppelt voranzugehen mit dem großen Glück. Also alles, was an Zweifeln, an Ängsten war, kann ich hier jetzt wirklich ausschließen. Und es ist so, dass das Feuer der Liebe bei euch brennt. Ich sehe zwar, es gab hier Missverständnisse auf der einen Seite, die sich aber wieder ganz gut egalisieren. Auch diese Hürden, diese Rückzüge, diese Mauern, diese Ängste, die man hat, auch diese Angst vorm Alleinsein, die sich in der Vergangenheit verankert hat, löst sich jetzt auf. Seid ihr sicher, ihr seid emotional aneinander gewachsen? Die Seelen haben diese Verbindung über mehrere Inkarnationen und die Seelen kennen sich. Deine Unsicherheiten oder begründen sich darauf, dass hier andere Personen eine Rolle spielen, ja? Die immer wieder Verwicklungen schaffen. Diese Kontakte sind aber auf seiner Seite sehr oberflächlich bzw. fast gar nicht mehr da. Er findet dich anziehend. Er erkennt deinen Wert. Ganz klar. Ihr habt also wirklich eine ganz klare, schöne, bereichernde Harmonie zwischen euch stehen. Das ist immer das Wichtigste und ihr schaut euch auch direkt an im Bild. Sonne und Sterne zusammen sind sehr glückliche Vorboten für eine sehr positive und gute Zeit. Ganz ehrlich, er hat hier auch eine beschissene Zeit hinter sich. Das sieht man hier jetzt im Bild. Also wirklich. Und er hat auch Belastungen bei sich stehen, gegen die er kämpft. Und er schaufelt sich frei. Vor allen Dingen auch immer dieses Thema, die Schlange, ja? Die Schlange, die da ist, die hier liegt. Mit einem oberflächlicheren Kontakt liegt direkt der Bruch. Sie spiegelt sich auf die Sense und vor allen Dingen blickt er jetzt mal durch und hinter die Fassaden. Alles, was euch blockiert hat, was das Herz blockiert hat, hört hier auf, löst sich auf. Ja? Also auch hier geht es ganz klar fortschrittlich weiter. Es ist die feste, die dauerhafte Verbindung. Die kommenden 2 Tage bis 2 Wochen sind geprägt von sehr positiven Impulsen, von Nachrichten, von Gesprächen. Die Kommunikation baut sich hier wieder wunderbar auf und geht da dann auch in eine sehr gute Richtung hinein. Er will den Neuanfang, er will tiefe Gefühle zulassen, darüber wird er mit dir sprechen. Du
fühlst immer noch dich blockiert, spürst aber auch, dass vielleicht über dich geredet wird oder du in ein Gerede hineingezogen wirst. Da sei bitte vorsichtig. Auch bitte Vorsicht mit Autofahrten, Reisen und solchen Unternehmungen. Bitte da im Moment wirklich ein Vorsichtszeichen drauf haben, ja, ein Achtungszeichen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Veränderung zum großen Glück. Gespräche, Einladungen und vor allen Dingen eine Perspektive, die hier rauskommen wird. Im gesundheitlichen Bereich, das sind aber rein energetische Informationen, die ich euch hier weitergebe, bitte auf den unteren Rücken, Wirbelsäule, Bandscheibe, Hüfte, rechte Seite bitte achten. Auch ein bisschen auf die Hände in diesem Falle. Und schaut bitte, achtet so ein bisschen auf Durchblutung, Kreislauf, ähnliches. Das sind nur Hinweise, es ersetzt nicht den Gang vom Arzt, es sind energetische Hinweise nur aus den Karten. Und müssen ja auch nicht für jeden eine Gültigkeit haben. Im Zuhause ist es so, dass du ein rotes und ein schwarzes Element hast, was sehr wichtig ist. Vielleicht ist es auch etwas, was er dir gegeben hat oder was er dir noch mitbringen wird. Dies wird von Bedeutung sein. Aufpassen auch in der Nachbarschaft oder drumherum ist auch ein falscher 50er, der wird dich in den nächsten Tagen mal aufregen. Also, stay cool. So, haben wir schon mal mit den Tacheles-Karten, das sind ja 48 Stück, ein relativ großes Kartenbild gelegt. Jetzt gucken wir aber auch mal noch ins Tarot hinein. So. Was uns das Tarot verraten mag. Die Zeichen stehen auf Erfolg, auf absolutem Erfolg. Es war im letzten großen Orakel auch da. Jetzt ist es von der, da war es in der zweiten Position, die Karte, jetzt ist sie in der ersten. Das heißt, die Zeiten sind jetzt geprägt von Erfolg und von Triumph und deine Vorhaben zeigen sich glücklich und positiv. Er folgt dem inneren Licht, dem Licht, das du ausstrahlst und wo du leuchtest. Versuche auch zu leuchten, versuche ihm Leuchtturm und Wegweiser zu sein. Denn es ist so, dass auch immer wieder diese Zweifel deine Gedankenwelt ein Stück weit beherrschen und du auch sagst, Mensch, ich bin enttäuscht oder das ist vielleicht vergebens oder vergebene Liebensmühe oder ich habe es jetzt satt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Halte bitte durch. Es kommt zur absoluten Fülle mit dem Ast der Kelche und der Wandel. Das ist die Veränderung. Zwei Scheiben sind immer die ganz klare Veränderung. Und das wird jetzt positiv sein. Also auch hier ist dieser Weg wirklich vorgezeichnet. Lass dich nur von der negativen Energie im Moment vielleicht nicht runterziehen, ja. Ich sag's euch ganz ehrlich, schaut ein bisschen weniger Nachrichten und so, dann ist man schon gleich ein bisschen besser drauf. Wo sind meine alten Kipperkarten? Brauchen wir. Denn jetzt möchten wir nochmal schauen, was bei ihm los ist. Wirklich das Treffen und die Veränderung, der Fortschritt, der kommt in die Langfristigkeit hinein. Und das ist genau der wichtige und elementare Punkt hier, dass dieses Treffen, was jetzt kommen wird, hier liegen jetzt 4 Tage, 4 Wochen, aber ich habe gesagt 2 Tage, 2 Wochen und dabei bleibe ich auch, wird es jetzt das Treffen geben. Und das bringt einen sehr guten Fortschritt. Also es wird wirklich, eure Liebe wird besiegelt. Eure Liebe wird besiegelt werden. So, dann schauen wir hier noch in ein kleines Bildchen rein. Geheimnisse und Dinge, die im Verborgenen waren, vielleicht auch Liebesgeständnisse, kommen jetzt ans Tageslicht. Die kommen jetzt hervor.
ganz deutlich über die Anziehungskraft. Auch hier wieder er mit dem großen Glück mit der Anziehungskraft dabei. Du, ihr habt wirklich die Entscheidung füreinander getroffen. Und es ist für ihn eine ganz große Lebensveränderung. Also das macht dir auch bewusst, dass es keine kleine Sache ist, sondern es ist eine ganz große und positive Geschichte, die hier kommen wird. Alles, was verschlossen war, öffnet sich. Und ja, das ist lustig. Erstmal das Verschlossene und ich habe gesagt, es öffnet sich. Broken open. Es wird aufgebrochen. Jetzt seid bereit für diesen Aufbruch, für diese Besiegelung der Liebe. Mucho, mucho amor.